Was wir heute essen, trägt maßgeblich dazu bei, wer wir morgen sind. Deshalb achten wir auf eine ausgewogene Ernährung. Wir essen ausschließlich Produkte von gesunden Tieren und kaufen unbehandeltes Obst und Gemüse. Am liebsten aus der Region. Und trotzdem schenken wir rund der Hälfte unserer Lebensmittel keine besondere Beachtung. Den Getreiden. Herkömmliche Getreideprodukte, ganz egal ob bio oder konventionell, sind durch Umwelteinflüsse verunreinigt. Trotzdem werden sie von den meisten Getreide- und Brotproduzenten weiterverarbeitet. Aber wieso eigentlich? Das hat sich auch Stefan Steinmetz gefragt. Bereits 1892 erkannte er, dass man etwas gegen die Verunreinigungen in unserem Essen tun muss. Er entwickelte und patentierte eine Methode, mit der das nährstoffreiche Korn von der nährstoffarmen und verschmutzten Holzfaserhülle getrennt werden konnte. Das Ergebnis? Das reinste Getreide, das es je gab. Ein visionärer Schritt in einer Zeit, als noch längst kein Bewusstsein für die Qualität unserer Nahrung bestand. Wir sind stolz sagen zu können, dass wir heute noch nach den Prinzipien und Werten meines Urgroßvaters leben und dass diese auch immer Fundament von allen unseren Produkten sind. Und er war mit seiner Ideologie, mit seinen Werten auch schon in der damaligen Zeit weit voraus. Und das ist auch heute noch so, denn auch im konventionellen Bereich und im Bio-Bereich ist heute die Werte, die Steinmetz verkörpert, mit dem reinen Getreide, der reinen Rezeptur, kein Standard. Somit ist Steinmetz immer noch einzigartig und diese Mehrwerte, die wir einfach haben, die liebt der Kunde auch so sehr an uns. Noch heute wenden wir Stefan Steinmetz' bahnbrechende Methode von 1892 an, um saubere, unverfälschte Brote zu backen und das komplett ohne Zusatzstoffe. Diese natürlichen Brote sind nicht nur besonders sauber und rein, ihr Geschmack ist kräftig und echt, so wie Brot eben schmecken soll. Denn der Genuss ist ein unverzichtbarer Wert in unserem langjährigen Bewusstsein für gutes und gesundes Essen. Dabei garantieren wir eine uneingeschränkte Bekömmlichkeit unserer Brote und tragen so unseren Teil zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Schließlich ist es der Mensch, der für uns zählt. Ihm fühlen wir uns verpflichtet. Gestern, heute und morgen.